Willkommen zurück zu Carinas Basics. Heute gibt es wieder ein super schnelles Video, ganz kurz nur erklärt, weil da braucht man nicht viel erklären. Und zwar geht es um die Ganache zum Einstreichen mit der weißen Schokolade. Dafür ist die Zusammensetzung 600 Gramm weiße Kuvertüre und 200 Gramm Schlagsahne. Die Schlagsahne werde ich jetzt erhitzen, kurz aufkochen, dann vom Herd nehmen und sobald es nicht mehr blubbert, also nicht mehr kocht, gebe ich es zu den kleinen Stücken der weißen Schokolade oder Kuvertüre hinzu und lasse so die Schokolade schön schmelzen. Sobald alles verschmolzen ist, darf sie abkühlen und dann ist sie bereit am nächsten Tag, damit ich die Torte damit einstreichen kann. Und jetzt langsam verrühren. Ihr solltet keinen Schneebesen dafür nehmen, denn der Schneebesen bringt da zu viel Luft rein. Einfach schön verrühren. Entweder mit einem Löffel oder so einem Teigschaber. Dann ruhig auch mal stehen lassen, damit die Schokolade genug Zeit hat, vor sich hin zu schmelzen. Wenn es euch so geht wie mir, und zwar, ich habe die Schokolade nicht genug klein gemacht. Ihr seht, es ist jetzt ein Teil geschmolzen, ein Teil ist noch ganz. Dann könnt ihr einen Topf nehmen mit heißem Wasser, es sollte nicht kochen, heißes Wasser und die Schüssel drüber stellen. Die Schüssel darf das Wasser nicht berühren, da es sonst zu heiß wird. Und dann gibt das jetzt noch mal ein bisschen Wärme, damit die restliche Schokolade auch noch schmelzen kann. Sobald alles verschmolzen ist, dann einfach von der Hitze oder beziehungsweise vom Topf runternehmen. Die Schokolade ist jetzt komplett geschmolzen. Ihr seht, es sind keine Klümpchen mehr drin. Die Ganache kann ich jetzt einfach stehen lassen auf Zimmertemperatur für 2 bis 3 Tage abgedeckt. Im Kühlschrank hält die auch abgedeckt für circa 3 Wochen. Und ihr könnt diese auch sogar einfrieren. Da kann sie auch bis zu einem Jahr halten. Das war's auch schon. Es war ein kurzes, schnelles Rezept zum Zeigen, wie man die Ganache mit der weißen Schokolade vorbereitet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo oder über ein Like freuen. Und ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Tschüss!